Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, nie wieder. Zwei Worte. Kurz, klar, ein Versprechen. Aber was bedeutet es wirklich? Nie wieder Krieg? Nie wieder Verfolgung? Nie wieder Gleichgültigkeit? Diese von den Überlebenden des Buchenwaldlagers immer wieder genutzte Äußerung, die heute oft zitiert wird, kann vieles bedeuten. Nie wieder Lager, nie wieder Krieg, nie wieder Genozid und Massenvernichtung, nie wieder Verfolgung, nie wieder in Deutschland heißt oft, immer an der Seite Israels zu stehen. Egal, was passiert, egal, was Israel tut. Doch was bedeutet das für die Palästinenserinnen und Palästinenser, die unter den Folgen dieser Politik leiden? Was bedeutet es für die vielen Menschen, die vor Krieg und Gewalt fliehen und Europas Grenzen abgewiesen werden? Ist das das nie wieder, das wir meinen? Die Genfer Flüchtlingskonvention entstand nach dem Zweiten Weltkrieg, nach dem Holocaust. Damals gab es Millionen von Verfolgten. Viele Juden suchten Schutz in Palästina, weil die meisten Länder ihre Grenzen verschlossen. Stolpersteine in unseren Städten erinnern uns an diese Vergangenheit. Aber was sagen wir heute? Schließen wir nicht wieder unsere Grenzen für diejenigen, die fliehen müssen, die um Schutz bitten? Nie wieder ist mehr als ein leeres Versprechen. Es muss auch ein Versprechen sein, den universellen Menschenrechte zu schützen. Diese Rechte gelten für alle Menschen. Wir müssen nie wieder ernst nehmen, wenn wir es sagen. Und das bedeutet, dass wir uns diesen Rechten bekennen müssen. Überall für alle. Die Gefahr ist groß, dass ein nie wieder am Ende das Gegenteil erreicht. Ein nie wieder, das nicht sagt, was nie wieder geschehen darf, kann leicht falsch benutzt werden, um Menschen auszuschließen, statt sie schützen, um zu rechtfertigen, dass wir wegsehen, statt zu handeln. Wenn wir nie wieder wirklich ernst nehmen und meinen, dann müssen wir es mit Menschenrechte für alle fühlen. Es darf nicht zu einem leeren Versprechen werden. Nie wieder muss heißen, nie wieder eine Politik, die Menschen zurückweist, die Schutz suchen, nie wieder eine Missachtung universeller Menschenrechte, egal wer betroffen ist, nie wieder schweigen, wenn Unschuldige leiden. Ob in Israel, Palästina oder in Europa und an seinen Grenzen. Nie wieder muss klar sagen, was nie wieder geschehen darf. Wenn wir das nicht tun, bleibt nie wieder eine leere Worthülse. Oder schlimmer, es wird zum Vorwand, um nicht hinzuschauen. Nie wieder Unklarheit, nie wieder selektive Solidarität, nie wieder ein Wegsehen. Was geschieht heute in Palästina? Das ist eine Frage, die wir uns stellen müssen. Findet ein Völkermord in Palästina statt? Antwort ist ja. Findet eine Vertreibung statt? Antwort ist ja.
findet eine Kriegsverbrechen? Antwort ist ja. Wie steht Deutschland zu diesen Tatsachen? Deutschland unterstützt die rechtsgerichtete Regierung Israels moralisch und militärisch mit Waffen. Die Europäische Union handelt mit doppelten Standards und schaut weg, während die USA uneingeschränkt Israel unterstützt und den Völkermord an der Palästinenser billigt. Nie wieder. Zwei Worte. Kurz, klar, ein Versprechen. Dass wir endlich deutlich machen müssen. Nie wieder muss auch für die Palästinenserinnen und Palästinenser gelten. Nicht nur ein Versprechen, sondern ein verbindlicher Grundsatz. Ein Grundsatz der Weltgemeinschaft, der Nationen und jedes Einzelnen. In diesem Sinne rufen wir gemeinsam: Nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus. Vielen Dank.